Wir kommen zum nächsten, ist der Tagesordnungspunkt 9.6, Sicherheit im Radverkehr. Einreicher ist die CDU-Fraktion und Herr Böhm wird den Antrag einbringen. Bitte sehr. Ja, sehr geehrter Herr Erster Bürgermeister, liebe Kolleginnen und Kollegen. Antrag für mehr Sicherheit im Radverkehr der CDU-Fraktion. Vorneweg, bei diesem Antrag geht es nicht darum, alle Radfahrer zu belehren, sondern dieser Antrag soll präventiv für mehr Sicherheit, insbesondere im Zusammensein von Radfahrern mit Radfahrern und von Radfahrern mit Fußgängern, sorgen. Wir haben uns bei dem Antrag inhaltlich am Präventionsmodell Verkehrssicherheit der gesetzlichen Unfallversicherung und des Deutschen Verkehrssicherheitsrates orientiert. Was ist daran falsch oder oberlehrerhaft? Ich verstehe die ganze Aufregung im Vorfeld, insbesondere von den Grünen und vom ADFC, nicht. In den letzten anderthalb Jahren hat der Radverkehr in Dresden, insbesondere auf beliebten Routen wie entlang der Elbe und auch auf anderen Hauptrouten in Dresden, erheblich zugenommen. Der Ausbau von Radinfrastruktur kommt da leider nicht hinterher. Am Geld liegt es dabei eher nicht, da ist genug im Haushalt eingestellt, sondern knappe Planungskapazitäten und langjährige Genehmigungsverfahren wie beim zweiten Elbe-Radweg sind das Problem. Der massive Zuwachs an Radverkehr führt gerade in der Rush-Hour und am Wochenende auf beliebten Strecken mittlerweile leider regelmäßig zu Problemen zwischen Radlern und zwischen Radlern und Fußgängern. Gerade noch gut durchgekommen ist eben nur eine Perspektive auf die Sache. Mittlerweile meiden Eltern mit Kindern und auch ältere Menschen an bestimmten Stellen und zu bestimmten Zeiten insbesondere den allseits beliebten Wander- und Radweg an der Elbe. Jeder von uns hat wahrscheinlich dort schon als Radfahrer oder Fußgänger unschöne Erlebnisse mit rücksichtslosen Radfahrern, aber auch mit rücksichtslosen Fußgängern erlebt. Hinzu kommt, dass sich durch die weite Verbreitung von E-Bikes die Durchschnittsgeschwindigkeit auf den Radwegen deutlich erhöht hat. Zumindest ist das meine tägliche Wahrnahme. Da Radwege neben Skipisten und Surfrevieren so ziemlich die letzten ungeregelten Verkehrsbereiche sind, kommt es bei zunehmenden Nutzerzahlen immer mehr auf gegenseitige Rücksichtnahme an. Und genau da setzt dieser Antrag an. Niemand soll gemaßregelt werden, sondern es soll an unterschiedlichster Stelle bei allen Altersgruppen mit unterschiedlichsten Partnern für mehr gegenseitige Rücksichtnahme geworben werden. Dabei ist Kenntnis und Akzeptanz der Regeln die Basis. Mehr Verkehrserziehung in Schulen, Aktionen gemeinsam mit Fahrradhändlern für Wiedereinsteiger und an neuralgischen Stellen sind einige Möglichkeiten. Hier erwarten wir Kreativität und Anspruch der Verwaltung. Und nein, es ist nicht nur eine Aufgabe des Gesetzgebers, der Polizei, des Kultus oder des Verkehrsministeriums, sondern wir als Dresdner haben zunehmend Probleme auf unseren Radwegen. Und nun noch einige Worte an die Grünen und den ADFC. Ihr seht euch gern als selbsternannte Schutzpatrone aller Radfahrer. Dieser Antrag betrifft ein so wichtiges Thema und ihr habt euch null dazu eingebracht. Wir hätten gern den Antrag in der Ausschussberatung fachlich qualifiziert, aber von euch kam nur Ablehnung und Desinteresse. Sorry, so kann man, wie kann man nur vor ganz lebenspraktischen Problemen seine Augen so verschließen? Mein Dank gilt den Dissidenten, die sich da doch sehr konstruktiv mit auseinandergesetzt haben. Wir werden diese entsprechenden Änderungen übernehmen. Und lieber Max Aschenbach, wenn du unserem Antrag dann zustimmst, werden wir auch deine Satire dazu mit dem lachenden Auge und ziemlich knirschenden Zähnen aushalten. Den Antrag der Linken, um dort nochmal personell auch eine Verstärkung einzubringen für mehr Verkehrssicherheit, den werden wir auch übernehmen, genauso wie das, was die Dissidenten an Änderungen eingebracht haben. Bitte stimmen Sie unserem Antrag zu, es ist ein wichtiges Thema, auch wenn das vielleicht nicht alle so hier sehen. Danke. Vielen Dank. Hierzu liegen neben dem federführenden Ausschussbericht derzeit drei Anträge vor. Einmal der Gewaltenkraft der Dissidentenfraktion, dann von Herrn Aschenbach als einzelnen dissidierenden Stadtrat, also ein Doppeldissident sozusagen, und schließlich von der Fraktion Die Linke. Ich würde zunächst die Dissidentenfraktion um Einbringung bitten. In der Fraktionsrunde, Herr Aschenbach möchte ihn vorher einbringen. Genau, Herr Aschenbach bringt ihn vorher und danach der Antrag Fraktion Die Linke. Wer wird es erst, Herr Aschenbach? Und
Vielen Dank. Jawohl. Gut. Jawohl. Na dann, guten Tag. Und hallo CDU. In eurem Bestreben, die Welt Tag für Tag ein bisschen sicherer zu machen, habt ihr diesen Antrag Sicherheit im Radverkehr eingereicht. Nichts für schwache Nerven, aber eine unterstützenswerte Sache. Also habe ich mich in die Materie eingearbeitet, mühsamst Unfallstatistiken analysiert, Unfallursachen und Verursacher ermittelt und Opfer identifiziert. Dabei kam wenig Überraschendes zutage. Sehr, sehr selten überfahren Fußgänger Fußgänger. Ein wenig öfter Radfahrer Fußgänger. Und Radfahrer, Radfahrer. Autofahrer erlegen Radfahrer nur, wenn diese den Fehler machen, ihr Fahrzeug zu verlassen. Bundesweit bringen Autofahrer meistens sich selbst oder andere Autofahrer um. Innerorts töten sie lieber Fußgänger und Radfahrer. Das hat alles was mit Physik zu tun. Geschwindigkeit, Masse, Mensch, Metall und so. Die scheidende Kanzlerin hat bald Zeit, euch zu erklären, was das bedeutet. Aber damit ihr eine grobe Ahnung bekommt, stellt euch zunächst vor, mit der Hand auf einen Hammer zu hauen. Dann haut euch bitte mit dem Hammer auf die Hand. Und nun nehmt diesen Schmerz und stellt euch vor, der Hammer wöge 2 Tonnen. Wem dafür die Vorstellungskraft fehlt, rate ich, sich das Verhalten organischen Materials bei der Kollision mit Blech an der eigenen Autofront anzusehen. An 3/4 der Unfälle mit Radfahrern sind Autofahrer schuld. Unter anderem wird ihnen in ihren Blechpanzern mangelnde Bremsbereitschaft unterstellt. Die Unkenntnis von Vorfahrtsregeln ist häufigste Fehlerquelle. Gerade in Dresden kennt man die Regel rechts vor links, vorrangig im politischen Kontext. Zusammenfassend kommt man also nicht umhin, festzustellen, dass die größte Gefahr für den Radverkehr von Autos ausgeht. Der CDU-Vorschlag, jetzt die An- und Umgefahrenen zu erziehen, ist daher ein bisschen absurd. Ein drolliger Denkfehler, den ihr nun leicht beheben könnt, indem ihr meinem Änderungsantrag zustimmt und statt der Opfer den Verursachern das Fahren beibringt. Falls euch die eigentlich für jeden aus eigener Naturbeobachtung leicht verifizierbaren Argumente noch nicht überzeugen, dann vielleicht das. Zumeist erwischt es jene, die zu langsam oder zu blöd sind. Also Kinder, Jugendliche und allem voran eure wichtigste Wählergruppe. Die über 65-Jährigen. Zum Lernen zu alt, zum Ausweichen zu langsam, den Herausforderungen der Verkehrsteilnahme kaum noch gewachsen, überlasst ihr sie mit eurem Vorschlag ihrem Schicksal. Ja, opfert sie auf dem Schlachtfeld Straße. Pfui. Danke. Jetzt, bitte. So gut. Sehr geehrter Herr Erster Bürgermeister, liebe Stadträte, liebe Stadträte, da kann ich gleich weitermachen. Der Antrag der CDU, Verkehrssicherheit im Radverkehr, hatte in der Tat eine entscheidende Schwäche und eine Schieflage. Die Schieflage war, dass er im Prinzip durch Belehrung der Radfahrenden hofft, mehr Sicherheit zu erzeugen
Und das war dann die Drolligkeit, das war im Prinzip die Lücke in dem Antrag, dass der Oberbürgermeister beauftragt wurde, ein Konzept zu erstellen und auch 2021 umzusetzen, aber keinerlei Ressource mit auf dem Weg gegeben worden ist, weder in finanzieller noch in personeller Hinsicht. Und das ist dann zunächst erstmal unser Ansatzpunkt gewesen, weil in den Ausschussberatungen sind dann sehr lustige Szenarien entworfen worden, wie denn das dann sich wohl vorgestellt wird, ob dann in der Nähe von Radläden, von Radwegen der Oberbürgermeister persönlich Radfahrern auflauert, um sie im Falle eines vermuteten Verstoßes dann im Prinzip aus der Straßenverkehrsordnung vorzulesen. Gleichzeitig kam es auch dann dazu natürlich, dass diskutiert worden ist, was war eigentlich zuerst da, Huhn oder Ei? Und einer hatte auch geschildert, dass er im Prinzip den Ärger hat, dass wenn er mit seinem großen Fahrzeug aus der Einfahrt herausfährt auf den Fußweg, er im Prinzip dann immer durch Radfahrer behindert wird, wo wir dann gesagt haben, wenn dein Kühler breiter ist als der Fußweg, dann schreibt die Straßenverkehrsordnung eigentlich vor, dass du dich herausregulieren lassen musst und du darfst dann nicht im Prinzip den laufenden Verkehr eingreifen, weil du bist ja derjenige, der im Prinzip in die Hauptstraße einfährt und nicht der Radfahrer im Prinzip derjenige, der über deinen Kühler stolpert. Also, das ist der Ansatzpunkt gewesen. Wir wollten im Prinzip das Potenzial des Antrages schon heben und haben uns dann entschlossen, dann auch Butter bei die Fische zu tun, beziehungsweise im Prinzip auch Geld in die Hand zu nehmen und ergänzen jetzt hier, dass auf 2 Jahre hinaus eine Stelle ausgeschrieben wird, eine 30-Stunden-Stelle, die im Prinzip bei einem Verband oder im Prinzip bei einer Fachgruppe angesiedelt sein kann. Das muss nicht in der Stadtverwaltung sein, um sich um die Sicherheit im Radverkehr zu kümmern. Das auch im Prinzip vor dem Hintergrund von Fachkompetenzen. Da wird schon im Prinzip dann auch etwas dabei herauskommen. Denn wie Herr Aschenbach schon richtig ausgeführt hat, es ist ein Blick in die Statistik, lässt eben erkennen, dass die Erhöhung der Sicherheit im Radverkehr die Stellschraube nicht bei den Radfahrenden zu suchen ist, jedenfalls nicht im Wesentlichen. Vorausgeschickt sei, dass in die Unfallstatistik nicht jeder Fahrradunfall Eingang findet, weil einfach das Fahrrad dazu zu harmlos ist. Viele Unglücke mit dem Fahrrad, die verlaufen glimpflich. Es bleibt im Prinzip der Fall, dass jemand hinfällt, dass er sich nicht schwer verletzt, dass vielleicht eine Hose kaputt geht, das Fahrrad ist weiter fahrbereit, man schüttelt sich und weiter geht's. Das ist beim Auto immer anders. Dort wird fast aufgrund der hohen Sachschäden fast jeder Unfall aktenkundig. Und in die Unfallstatistik kommen eben nur die schweren Radunfälle rein, die dann eben auch im Prinzip bei der Polizei gemeldet werden, die untersucht werden, die aktenkundig werden. Und da ist es aber eben so, ausweislich der Verkehrsunfallstatistik 2018, dass erstmal durchaus relevant ein Fünftel der schweren Fahrradunfälle Alleinunfälle sind. Das heißt, der Radfahrende verunglückt alleine. Bei 76% gibt es einen weiteren Beteiligten, immerhin bei 74%, also bei fast der gleichen Anzahl, ist Unfallgegner ein Auto. Und da wird es dann eben interessant, wie soll sich denn ein Radfahrender verhalten, wenn im Prinzip bei 3/4 der Unfälle mit einem Pkw der Pkw-Fahrer die Hauptschuld trägt und bei Lkw-Unfällen, also zwischen Fahrrad und Lkw im Prinzip zu 4/5, also 80% trifft dann den Lkw-Fahrer die Schuld. Und da ist man als Radfahrer einfach chancenlos, weil man hat im Prinzip bei schnellfahrenden Fahrzeugen nicht immer die Möglichkeit, auch defensiv auszuweichen. Da ist man dann einfach im Prinzip ausgeliefert. Was dann im Prinzip schon auch interessant ist, es ist immer so in der Verkehrsunfallstatistik, dass eigentlich der Stärkere die Hauptschuld trägt und der Schwächere dann im Prinzip mehr oder weniger geschädigt ist. Ist zum Beispiel auch dann beim Radverkehr so, dass in 60% der Fälle bei Unfällen zwischen Fußgängern und Radfahrenden eben der Radfahrer die Schuld trägt, aber das bezieht sich dann eben nur auf die ganz, ganz wenigen Unfälle, die eben jenseits der Alleinunfälle und der Unfälle mit dem Auto, im Prinzip zwischen Auto und Fahrrad, überhaupt noch übrig bleiben. Das sind dann 3%. Also auch diese Zahl würde im Prinzip einer Gefährdung nicht, also würde wenig Potenzial bieten. Lassen wir es dahingestellt sein, lassen wir im Prinzip Fachleute arbeiten.
mit der zusätzlichen Stelle haben wir eine gute Chance, im Prinzip hier das 2 Jahre zu begleiten, eben einer Stelle für Rad- und Fußverkehrssicherheit. Vielen Dank. Wir treten in die Fraktionsrunde ein. Es beginnt die FDP-Fraktion. Herr Zasso. Herr Oberbürgermeister, meine Damen und Herren, ich verstehe die ganze Debatte im Moment nicht so richtig, weil ich glaube, dass man diesem Antrag zustimmen muss. Die ganzen Ausreden kann ich nicht ertragen, weil es doch ganz offensichtlich ist, es fahren in dieser Stadt immer mehr Menschen mit dem Rad. Aller Altersgruppen mit Rädern aller Art, mit Rädern, die auch sehr schnell sich vorwärts bewegen. Und wir haben doch alle gespürt, dass es viel, viel mehr Radverkehr in der Stadt gibt. Deswegen werden Radwege gebaut, deswegen kümmert man sich darum, was auch richtig ist. Aber damit geht doch einher, dass wenn mehr Radverkehr da ist, ich mich auch um die Radsicherheit auch beim Radfahrer selbst kümmern muss. Also ich verstehe überhaupt nie, wieso es dann Widerspruch geben kann. Man kann sicher über die Maßnahmen reden und sowas, aber dass es ein riesengroßes Thema ist und wird angesichts des zunehmenden Verkehrs und der zunehmenden Konfliktpunkte an ganz, ganz vielen Stellen, die wir tagtäglich, glaube ich, auch alle, egal wie wir unterwegs sind, sehen, ist doch komplett klar. Das war vor 100 Jahren, als die ersten Autos dann fuhren, auch so. Zum Anfang fuhren die ohne jede Regelung. Dann passierten ein paar Unfälle und dann hat man die Straßenverkehrsordnung eingeführt. Ganz klar, wenn ich mehr Verkehrsteilnehmer einer bestimmten Art habe, wird das ganz wichtig. So, und das ist in Dresden angesagt, weil wir die Konfliktpunkte in einer Stadt, die jetzt auch nicht an jeder Stelle fahrradfreundlich ist, wie wir wissen, die sind ja überall und kritisch und unbedingt zu untersuchen. Dass es eine besondere Entwicklung gibt, nämlich dass gerade junge Leute längst nicht mehr, wie es früher vielleicht gewesen ist, dass man mit 18 unbedingt den Führerschein machen wollte und damit auch die Fahrerlaubnis mitgemacht hat und die Schulung hat und sowas. Das ist heute auch nicht mehr so. Das heißt, viele junge Leute haben eben noch keinen Führerschein, machen den viel später. Das merkt man zuweilen natürlich auch am Verhalten im Straßenverkehr. Was ganz wichtig ist, weil gerade Herr Wirz gesagt hat, ja, was soll der Radfahrer machen? Er kann eine ganze Menge machen, selbst dann, wenn der Autofahrer schuld ist. Da gibt es den Paragraph 1, Vorsicht und gegenseitige Rücksichtnahme, gilt für alle. Leider halten sich nicht alle dran, ist aber wichtig, dass bei den vielen Verkehrsteilnehmern wenigstens einer von zweien aufpasst. Und ich sage Ihnen eins, wenn ich als Motorradfahrer beispielsweise unterwegs bin, den größten Fehler, den ich machen kann, ist, auf mein Recht zu vertrauen. Und das habe ich in der Fahrschule gelernt, nämlich nicht sein Recht durchzusetzen, sondern ich muss antizipieren können. Ich muss immer damit rechnen, dass der vielleicht doch durchfährt. Das sind meine Knochen und die nehmen am Ende größeren Schaden als der, der im Auto sitzt. Und das ist bei Radfahrern, tut mir leid, so nehme ich es wahr, nicht oft ausgeprägt. Da fährt man. Ich fahre auch auf dem Fußweg, weil es manchmal sicherer ist. Sie werden aber nie erleben, wenn ich die Bautzen bei mir hochfahre, wo ich auf dem Fußweg vielleicht sogar in der falschen Richtung fahre. Ja, auch ich mache sowas. Aber an jeder Ausfahrt werden Sie mich gucken sehen, weil ich immer damit rechne, da könnte einer rausrollen. Wenn ich dagegen sehe, wie viele gerade einfach so geradeaus fahren, das ist riskant. Und ich glaube, das ist ganz wichtig, dass man auch da die Sinne schärft. Weil wenn es kracht, und bei dem vielen Verkehr kann das passieren in einer Stadt wie unserer, dann tut es dem weh und nicht unbedingt dem Autofahrer. Deswegen finde ich das ganz wichtig, dass wir uns damit auseinandersetzen und auch, dass wir dafür sorgen. Und der Baubürgermeister hat ja da gerade ein ganz aktuelles Problem ja vor der Haustür oder geschaffen. Oder es wird auf jeden Fall, ich bin vorhin gerade Terrassenufer lang gefahren. Ja klar, die Mehrheit fährt nach wie vor in die andere Richtung. Und das durchzusetzen, dass man sich an gewisse Regeln auch halten muss, das ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig und deswegen ist der Antrag auch wichtig. Wir müssen uns damit auseinandersetzen, bis irgendwann, Gott bewahre, aber doch mal ein schwerer Unfall verursacht durch Radfahrer am Ende passiert.
Es gibt ganz viele unklare Stellen. Also ich gebe jeden, lade ich ein, mal eine Stunde an der Albertbrücke zu hospitieren. Da sehen Sie auch die Unsicherheiten von allen Verkehrsteilnehmern, wie man mit dieser Verkehrssituation klarkommen muss. Abbiegesituation, Radweg und dann direkt den Fußgängerweg zum Beispiel drüber. Das darf so eigentlich nicht sein. Das weiß auch jeder. Es wird trotzdem gemacht. Und das ist hochriskant. Deswegen glaube ich, wir müssen uns mit dem Thema Verkehrssicherheit beschäftigen. Vor dem Hintergrund, immer mehr Räder haben wir. Auch viele ältere, nicht ganz so mobile und nicht ganz so reflexstarke Menschen fahren mit E-Bikes durch die Gegend. All das spielt eine Rolle. Und am Ende ist es so, wenn wir mehr Verkehr haben, brauchen wir auch ein paar Regeln, an die sich die Leute dann noch halten müssen und die auch durchgesetzt werden müssen. Vielen Dank. Vielen Dank, Herr Zastrow. Als nächstes für die Dissidenten Herr Schulte-Wessamen. Sehr geehrter Herr Erster Bürgermeister, liebe Kolleginnen und Kollegen, liebe Menschen im Netz und auch hier im Saal. Das Zusammenleben von Fahrrädern, Fußgängern und Autos ist ein schwieriges und insbesondere, wenn jede Verkehrsart, wenn jeder Verkehrsteilnehmende es aus seiner persönlichen Perspektive sieht. Wenn man also viel oder ausschließlich Auto fährt, dann sind immer die anderen schuld. Wenn man ausschließlich Rad fährt, sind auch immer die anderen schuld. Und es hilft viel, wenn man die Perspektiven wechselt. Wenn man also entweder sich vorstellt, ich bin auch mal jemand anders, oder wenn man selber in diese Situation sich begibt, oder wenn man miteinander redet. Wenn man jetzt miteinander redet und nicht komplett verbohrt ist, dann wird man feststellen, dass es sozusagen Fehlverhalten auf allen Seiten gibt. Ja? Autos fahren zu schnell, Autos parken abgesenkte Bordsteine zu, Autos parken auf Fußwegen oder auf Radwegen. Ja, es ist so. So fällt einem nicht jetzt einen Zacken aus der Krone, das zuzugeben. Ja, Fahrräder haben oft kein Licht, Fahrräder halten an der roten Ampel nicht so häufig an, Fahrräder fahren kreuz und quer. Auch das stimmt, das ist auch nicht gut. Muss man mal aussprechen, muss man sozusagen Awareness oder sozusagen einen Blick dafür entwickeln. Und Fußgänger, ja, es gibt Gruppen, so 4, 5, 6 Personen, die gehen einfach den Elbradweg lang, als ob es keinen Morgen gäbe. Ja, also die Fahrräder kommen nicht links, nicht rechts vorbei. Das gibt es. Es gibt Menschen, die da quasi einfach zickzack gehen. Und auch das muss man aussprechen. Wichtig ist, dass man miteinander spricht und mit den Änderungen jetzt, die dankenswerterweise von der CDU übernommen wurden und auch mit der Ergänzung von der Linken, wird aus dem Antrag, und es waren ja nur wenige Worte, die ich jetzt sozusagen ausgetauscht habe, wird jetzt daraus eine runde Sache. Weil es soll jetzt anhand von Unfallschwerpunkten oder wo es kritisch ist oder wo es knistert und insbesondere auch an Schulen soll ein Diskussionsdenkprozess gestartet werden und das zusammen mit ADFC, ADAC, Fuß e.V. Da haben wir die drei, da haben wir Autos, Fahrräder und Fußgänger. Wenn die miteinander reden und wenn die sich überlegen, was können wir denn machen, damit es sicherer wird, wie können wir den Menschen, wie können wir die überhaupt erreichen? Ja, das können dann, das ist heute wird das noch nicht vorweggenommen, das ist dann am Ende des Prozesses, aber das können Flugblätter sein, das können Piktogramme auf der Straße sein, das könnten Schilder sein, das könnte eine Kampagne sein. Und am Ende ist doch schön, wenn, sage ich mal, den Kindern beigebracht wird, wie sie Fahrrad fahren und die Kinder dann den Eltern sagen, aber Mutti, du darfst hier nicht auf dem Gehweg parken. Das ist ein Gehweg. Wenn jetzt ein Rollstuhlfahrer kommt, was soll der machen? So, in dem Sinne ist das ein sehr schöner Antrag geworden. Zum Schluss möchte ich darauf hinweisen, auf das, wenn wir jetzt mit den veränderten Verkehrsströmen oder Verkehrsverhalten, und es wird sich verändern, wir haben ja als Stadtrat das Ziel formuliert, den ÖPNV-Anteil zu stärken und wir haben auch das Ziel, und selbst wenn wir es nicht hätten, der Radverkehr wird einfach weiter zunehmen. Da gibt es verschiedenste Faktoren, auch Kostenfaktoren, auch sozusagen Bewusstsein, Klimabewusstsein und so weiter und so fort. Aber der Radverkehr wird weiter zunehmen. Und da müssen wir natürlich
Weitergehend als der Antrag heute müssen wir natürlich das machen, was dann immer passiert, wenn sich, sage ich mal, neue Technologien durchsetzen oder wenn etwas sich verändert. Wir müssen die Infrastruktur dafür schaffen. Und Infrastruktur beim Fahrradfahren ist halt nicht einfach nur irgendwie eine weiße Linie malen oder irgendwie mal ja, irgendwas anhübschen ein bisschen, sondern Infrastruktur, das ist massiv. Infrastruktur sind Radschnellwege. Infrastruktur ist eine Fahrradbrücke oder eine Umweltbrücke bei Pieschen zu Messe. Wenn die da wäre, wären wir in 3 Minuten im Fahrrad in Watzke und zu Fuß in 6. Versuchen Sie das heute mal. So, also das ist etwas, das wird auf uns zukommen. Und zu dieser Hardware muss natürlich auch die Software mitgehen. Und da ist dieser Antrag ein Baustein dazu. Und deswegen, ich finde es gut. Danke, dass Sie die im Antrag formulierten Änderungen übernommen wurden. Wir stimmen zu. Dankeschön. Vielen Dank. Nächste Fraktion, Freie Wähler. Kein Redebedarf. CDU-Fraktion? Erst später Schlusswort dann. Okay. Bündnis 90 Grüne, Frau Krause. Ja, liebe Kolleginnen und Kollegen, Herr Böhm hat sich so ein bisschen beschwert, wir hätten hier nicht ordentlich mitgewirkt. Ich muss sagen, es ist tatsächlich so, dass mir der Antrag graue Haare bereitet hat. Denn das zugrunde liegende Anliegen ist, glaube ich, nicht ganz falsch. Es gibt Sicherheitsdefizite auch bei allen Verkehrsteilnehmerinnen und Verkehrsteilnehmern. Das kann man ganz nüchtern so feststellen. Das Problem, was ich hier habe, ist aber, dass ich das Geld, was uns kommunal zur Verfügung steht, auch gerne so nutzen möchte, wie es sinnvoll ist. Und gerade die Punkte, die hier angesprochen sind im Antrag, sind im Prinzip im Landeshaushalt verortet. Es geht um Bildungsfragen, das Land ist zuständig. Es geht um polizeiliche Aufgaben, das Land ist zuständig. Jeweils gibt es auch entsprechende Titel im Landeshaushalt. Zum Beispiel bekommt die Sächsische Verkehrswacht für Verkehrserziehung einen Haufen Geld im Verkehrshaushalt und dort sind diese Dinge angesiedelt. Es ist also korrekt, sich mit dem Thema auseinanderzusetzen. Ich bin aber der Meinung, dass die Form des Antrages hier nicht ganz das Richtige ist. Sie sagten, wir würden uns als Schutzpatrone der Radfahrer empfinden. Radfahrerinnen und Radfahrer brauchen eine sichere Infrastruktur. Und das ist das, was wir kommunal tatsächlich auch ausgeben müssen. Das sind unsere Aufgaben, die wir erfüllen müssen. Und ich würde gerne den Fokus eigentlich dorthin legen. Deswegen war ich mit diesem Antrag nie so ganz glücklich. Ich muss sagen, ich danke Herrn Schulte-Wissermann, dass er hier eine Ergänzung oder eine Änderung vorgenommen hat. Und ich danke auch Herrn Böhm, dass er das übernommen hat. Denn, ich habe es vorhin schon gesagt, das hebt für mich das Zustimmungslevel. Ich muss diesen Antrag jetzt nicht mehr ablehnen, sondern ich kann mich jetzt hier enthalten. Aus den genannten Gründen bin ich aber, wie gesagt, nicht bereit, zuzustimmen. Ein anderer Punkt, der mich auch noch ein bisschen stört an dem Antrag, ist, dass sehr großzügig über die Kapazitäten von ehrenamtlich arbeitenden Vereinen verfügt wird, die sich hier einbringen sollen. Die kriegen das nicht bezahlt. Die machen das extra in ihrer Freizeit. Und Sie sagten auch vorhin, der ADFC hätte sich auch nicht eingebracht. Ich weiß nicht, ob Sie überhaupt jemals da angefragt haben. Das wäre vielleicht der erste Schritt zur Einbeziehung dieser Verbände. Dann ist ein Punkt, den ich gut finde, ist tatsächlich eine Öffentlichkeitsarbeitskampagne, der ist ja auch so ein bisschen angedeutet hier drin, wobei das eben insgesamt recht nebulös doch noch ist. Elbe-Radweg haben Sie selber angesprochen. Ich wünsche mir da eigentlich eine Kampagne, die zum Beispiel darauf hinwirkt, dass man vielleicht seine Rennradausfahrt nicht unbedingt am Sonntag auf dem Elbe-Radweg macht. Ich finde, da gibt es andere sportliche Herausforderungen. Ja. Und die Anekdote, wer mir neulich mal fast mein Kind über den Haufen gefahren hätte am Friedrichstädter Hafen, das war Herr Kollege Böhm, der vor einer unübersichtlichen Kreuzung noch unbedingt überholen musste, weil er halt relativ zügig unterwegs war. Er hat sich bei mir dafür entschuldigt, aber am Ende ist das genau das Problem. Es gibt halt Leute, die sind sportlicher. Jetzt bin ich überrascht gewesen, dass die CDU auch gesagt hat, sie übernimmt den Antrag von der Linken. Wer da mal reinguckt und den gelesen hat, der wird die interessante Finanzierungsquelle Erhöhung von Steuern finden.
Und insgesamt fand ich jetzt auch nicht ganz klar, wie das gemeint ist. Also Herr Wirz hat es in der Einbringung nochmal erläutert. Er möchte es als Stelle bei einem Verband ausschreiben. Der schreibt aber was vom Stellenpool. Also ehrlich gesagt, haushalterisch finde ich das sehr abenteuerlich. Auch dem Antrag hätten wir sozusagen nur mit Enthaltung begegnet. Wenn Sie den jetzt übernommen haben, finde ich das sehr spannend. Wie gesagt, lange Rede, kurzer Sinn. Wir enthalten uns zu dem Antrag. Ich finde, er ist deutlich besser geworden durch die Intervention von Herrn Schulte-Wissermann. Tja, und was Herr Aschenbach vorgetragen hat, das ist natürlich immer etwas konfrontativ. Aber an sich muss man auch die Frage stellen, wenn man sich an den Fahrradladen stellt und sagt, du hast dir ein Fahrrad gekauft, bitte halte dich an die Verkehrsregeln, warum stehen wir nicht auch am Autohaus? Es hat eine gewisse Sympathie bei mir. Vielen Dank. Vielen Dank, Frau Krause. Nächste Fraktion, die AfD-Fraktion, Herr Pinkert, bitte. Ja, sehr geehrter Herr Bürgermeister, sehr geehrte Damen und Herren Stadträte, sehr geehrtes Publikum. Eigentlich hat der Herr Zastrow den Kern schon zum Großteil getroffen. Der Antrag ist grundsätzlich gut, ja. Die Schwerpunktsetzung ist aber vielleicht nicht ganz so getroffen, wie sie sein sollte. Uns ist der eigentlich noch zu weich, der Antrag in Bezug auf Schulung von Fahrradfahrenden oder E-Bike-Tretern oder wie man es nennen will. Ja. Hier wird immer wieder Bezug genommen in dem Antrag auf Schüler. Ich weiß nicht, aber wer in der Schule sein Kind hat, der wird mitgekriegt haben, dass er komischerweise in der üblicherweise dritte oder vierte Klasse machen die Kinder einen Fahrradführerschein. Ja. Also ist eigentlich davon auszugehen, dass bis zum Ende der Sekundarstufe 2 dieses Wissen vorhält. Ja, also ich schätze unsere Kinder nicht so dumm ein. Das Problem, wenn Sie jetzt auf dem Fahrradweg unterwegs sind oder der viel besuchte Elbe-Radweg oder Wanderweg oder was ist es denn nur eigentlich, da streiten sich die Götter. Der Großteil der Probleme sind nicht die Kinder, die dort mit dem Fahrrad rumfahren. Der Großteil der Probleme sind eher die Erwachsenen und dort auch speziell jetzt neuerdings die Mobilität der Älteren mittels E-Bike. Die brauchen eigentlich eine Nachschulung. Wie gehe ich richtig mit dem Fahrrad um? Wie bremse ich etc.? Es gibt sehr schlimme Unfälle, die führen zu sehr starken, teuren Kosten im Krankenhaus, aber haben für die Beteiligten eben den Nachteil, dass sie eventuell nie wieder richtig laufen können. Sie können sich vorstellen, Oberschenkelhalsbruch mit 75 ist keine tolle Sache. Ja? Das hätten wir uns gewünscht, dass sowas noch mit mehr reinspielt in die Sache und weniger auf die Schüler eingeritten wird, weil, wie schon gesagt, die haben vor kurzem erst eine Schulung gehabt in der Schule. Ja, wir sind aber grundsätzlich für den Antrag. Wir werden dem Antrag auch, wie er ursprünglich gestellt ist, zustimmen. Wir würden sogar den Änderungen der Dissidenten zustimmen. Wir finden die Ergänzungen sinnvoll, die dort gemacht wurden. Wir werden definitiv aber nicht der Änderung zustimmen von den Linken, dass wir gleich sofort wieder eine Stelle schaffen. Ich dachte eigentlich, der Herr Kiesling hat jetzt mit vor uns mit diesem Innovationsbudget 900.000 Euro genug Stellen abgegriffen. Jetzt brauchen wir schon wieder eine Stelle für jemand anderes. Sind wir nie der Meinung, wir finden das Programm, wie es genannt wird, gut. Wir haben genug Stellen in der Stadtverwaltung, wir haben eine Abteilung Verkehr. Die sollte das auch in Betracht ziehen, das zu lösen, das Problem. Und was soll man noch dazu sagen? Das Problem ist einfach, für Fahrradfahrer gibt es bis jetzt keinen Führerschein. Ja, und deswegen ist so eine Schulung angebracht. Und wir wissen selber, was der Herr Zastrow gesagt hat, dass viele Jugendliche keinen Führerschein im Moment machen, weil sie denken, sie brauchen keinen MIV. Sie kommen überall hin mit Straßenbahn, mit Fahrrad etc. Das heißt, diese Personen haben, wenn sie ein paar Jahre auf der Straße sind, unterwegs sind, wenn sie ein paar Jahre die Schule verlassen haben, wahrscheinlich nicht mehr das Wissen im Straßenverkehr, wie eigentlich jede einzelne Regel ist. Deswegen sind vielleicht solche Auffrischungskurse irgendwie, irgendwo durch ein Programm durchgeführt sinnvoll. Also, wir stimmen der CDU zu, wir stimmen auch der Änderung von den Dissidenten zu und bitten um gesonderte Abstimmung über die Änderung von den Linken über diese 30-Stunden-Stelle. Danke. Vielen Dank. Die drei Änderungsanträge werden ohnehin separat abgestimmt. Fraktion Die Linke, möchten Sie noch mal?
Da wäre sonst der Hinweis meinerseits wegen des Antrages, der Auftrag an den Oberbürgermeister, die Stelle zu schaffen, kollidiert ein wenig mit der Organisationshoheit des Oberbürgermeisters. Und dadurch, dass der Stellenpool leere Stellenhüllen ohne Finanzen enthält, ist er nicht so deckungsfähig. Wenn Sie also aus dem Auftrag eine Bitte an den OB machen, hätten wir mit der Formulierung weniger Probleme. Herr Wirtz, bitte. Sehr geehrter Herr Erster Bürgermeister, da komme ich doch noch mal nach vorne. Falls es aus dem Stellenpool nicht geht, steht ja drin, er soll aus Steuermehreinnahmen, die ja im Prinzip virulent sind, derzeit aufgrund der Corona-Nachkonjunktur, soll im Prinzip eine Stelle ausgeschrieben werden. Das betrifft dann wohl nicht mehr den Stellenpool. Insofern wäre dieser formale Einwand erstmal erledigt. Aber wir können im Prinzip, wenn das jetzt nicht mehr schriftlich erfolgen muss, was wir jetzt technisch nicht leisten können, eine Anregung, einen Vorschlag, eine Bitte draus machen. Und wir wissen auch, dass dann sozusagen der Fachbürgermeister da etwas draus machen wird. Ist das dann so in Ordnung? Statt beauftragt wird gebeten. Schlagen wir vor. Ist ja zur personellen Besetzung des Antragstellers wie der Oberbürgermeister gebeten. Gut, ja. Okay. Wenn es anders nicht geht, aber wie gesagt. Dann noch mal eine Frage, weil hier noch das nochmal aufgekommen ist, dieser Unsinn mit einem Fahrradführerschein. Es ist so, die Erfahrung zeigt, dass der Betrieb eines Fahrrads so harmlos ist, dass man keine Versicherung dafür braucht, es entstehen keine existenziellen Risiken dabei und durch Fahrradfahren werden schuldhaft keine so schweren Unfälle verursacht, dass im Prinzip dort so etwas notwendig ist. Wenn man diesen Gedanken folgen würde, dann müsste im Prinzip fast jeder Fußgänger, der auf die Straße geht, der im Prinzip Ampeln benutzt, der an Zebrastreifen sich verhalten muss, der müsste dann auch im Prinzip eine Zulassung machen. Das führt aber zu einer Überregulierung und zu einer die im Prinzip den normalen Risiken, die entstehen, überhaupt nicht mehr angemessen ist. Also Sie müssen ja mal den Punkt machen und unterscheiden zwischen einem Kraftfahrzeug, was im Prinzip zwischen heutzutage 80 bis nach oben fast offen PS hat, was im Prinzip schnell beschleunigen kann, was im Prinzip theoretisch auch in der Stadt 180 km/h fahren könnte, ja, was diese Kraft hat und das dann im Prinzip auf dem Radfahrer, der sich im Prinzip frei bewegen kann, jedes Kind kann im Prinzip Radfahren, da mal die Verhältnismäßigkeit wahren und auch hier im Prinzip politisch da irgendwie im Raum bleiben. Also ich will hier ganz klarstellen, dass ein Führerschein für Radfahrer, die aus eigener Muskelkraft unterlegt sind, vollkommen überflüssig ist. Dass die Unfallstatistik derzeit verzerrt wird durch E-Bikes, durch Fahrräder, die im Prinzip einen sehr kräftigen Akku haben und dort zurzeit im Prinzip in der Tat Senioren und Senioren, gerade auch die das mal im Urlaub ausprobieren, ein Problem darstellen. Das ist eine Frage, die man statistisch klären muss. Dort muss man ganz klar einen Unterschied machen zwischen dem muskelbetriebenen Fahrrad und dem E-Bike. Und das ist aber in der Statistik derzeit insofern verfälscht, dass diese beiden Fahrzeuge, die eigentlich nichts miteinander zu tun haben, ja, die also ganz unterschiedlich auch in Geschwindigkeiten unterwegs sein können, dass die statistisch in einer Zahl erfasst werden. Das ist eigentlich nicht richtig. Dort müsste eigentlich mal das Statistische Bundesamt im Prinzip sauber arbeiten und in der Tat die Pedelecs extra zählen und auch diese Unfälle extra erheben. Das hat mit den Unfällen aus Muskelkraft betriebenen Fahrrädern, also wie im Prinzip seit 120 Jahren die Fahrräder eben fahren, nichts zu tun. Und damit auch eine Führerscheinpflicht für solche Fahrräder nicht. Vielen Dank. SPD-Fraktion, Herr Engel ist der nächste Redner. Sehr geehrter Erster Bürgermeister, sehr geehrte Damen und Herren, ich glaube, wir sollten uns bei diesem Thema tatsächlich auch keine Illusion machen. Es gibt da Probleme, da hat Herr Böhm in seiner Analyse in Teilen durchaus recht. Wir sollten uns aber auch keine Illusion darüber machen, was auch Verkehrserziehung und auch Aufklärungsmaßnahmen am Ende bewirken können. Auch das wird beschränkt sein.
Ich glaube, das sollte man an dieser Stelle auch mal sagen, weil solange man sich hier in Dresden an vielen Stellen auf einer vollkommen unzureichenden Infrastruktur bewegt, die auch vor allem nicht intuitiv ist, die es tatsächlich auch Verkehrsteilnehmerinnen und Verkehrsteilnehmern in manchen Fällen auch nicht ganz leicht macht, die Regeln genau nachzuvollziehen und sich daran auch zu halten, solange werden wir da, glaube ich, immer wieder Konfliktlagen haben. Und ich glaube, da tut es dem Antrag wirklich gut, dass er jetzt nochmal eine andere Stoßrichtung auch bekommt durch den Dissidentenänderungsantrag. Wenn der nicht gekommen wäre, hätten wir selbst sowas in die Richtung geschrieben. Ich glaube, das macht die Sache deutlich runder. Ich möchte an der Stelle aber eben auch darauf hinweisen, dass die Stadt ja schon einige Sachen auch macht. Es gibt zum Beispiel eine Sache, die im Antrag bisher keine große Rolle spielt. Das ist zum Beispiel das Thema Überholabstände. Ist auch eine Sache, die in der Straßenverkehrsordnung jetzt relativ neu und sehr, sehr fest mal geregelt wurde mit den Mindestüberholständen inner- als auch außerorts. Und da macht die Stadt jetzt dankenswerterweise gerade eine Kampagne. Ich habe das zumindest hinten an irgendwelchen Bussen jetzt auch mal so dran gesehen. Ich glaube, das ist wirklich gut, auch auf sowas aufmerksam zu machen, um da tatsächlich eben alle Verkehrsteilnehmende auch zu adressieren, um nicht nur eine einzelne Gruppe. Ich hätte allerdings eine kleine Anregung noch zu diesem Antrag. Ich glaube, ein kleiner Fehler beim Umdatieren. Sie schlagen ja vor eine Evaluation. Bisher ist da die Rede von Mitte 2022. Ich glaube, dadurch, dass der komplette Antrag jetzt ein Jahr nach hinten gewandert ist, müsste diese auch dann Mitte 2023 erfolgen, weil ansonsten würden wir nach einem halben Jahr, wenn ich das richtig sehe, wieder eine Evaluation machen. Das wäre, glaube ich, nicht unbedingt sachgerecht. Das müsste man, glaube ich, nochmal rund machen. Das war es soweit und ja, wir stimmen dem Antrag dann als solchem zu. Vielen Dank. Ich sehe auf der Rednerliste keine Wortmeldung. Insofern könnte Herr Böhm jetzt das Schlusswort halten. Also wir stimmen im Abstimmungsverfahren dann die drei Änderungsanträge an. Also einmal Dissidenten insgesamt, dann Doppeldissident, dann die Linke und dann den eventuell so geänderten federführenden Ausschussbericht. Und die Frage wäre jetzt, das müssten wir mal gucken, an welcher Stelle man das als Antrag nochmal nimmt, wegen des Evaluationsdatums. Kommt ja vielleicht nochmal als Antrag, dann können wir das... Ja, so da ein Antrag gestellt wird, das Evaluationsdatum zu ändern, dann übernehmen wir den gern. Das hat der Kollege Engel gesagt, 23. Das wird man da gern übernehmen. Ja, nochmal zu ein paar Punkten. Vielen Dank, Frau Krause, dass Sie mich als Verkehrsraudi geoutet haben. Ich mache das sonst eigentlich nie. Ich bin sonst eigentlich eher der da versucht, defensiv zu sein. Aber das zeigt ganz deutlich eins, ich hatte es ja vorhin so gesagt, es ist vieles eine Frage der Perspektive und gerade noch durchgekommen ist für den einen so betrachtet und der da entgegenkommt, und das ist jeder von uns, der fühlt sich da bedroht. Bedroht ist vielleicht das beste Wort. Und genau da setzt ja ein Stück weit der Antrag an, und Holger Zastrow hat das ja ein Stück weit pointiert auf den Punkt gebracht. Es geht ja nicht bei dem Antrag darum, um die Verstöße von Autofahrern. Das ist ein ganz anderes Thema, da könnten wir genauso Anträge machen, aber da ist doch vieles über die Straßenverkehrsordnung geregelt. Also Max Aschenbach, das war so ein Stück daneben, den Antrag darauf zu reduzieren. Sondern es geht konkret darum, was kann man tun, dass Radfahrer ein Stück weit selber besser miteinander zurechtkommen. Und da ist es eben so, auch lieber Kollege Würz, es sind deutlich mehr Unfälle. Es gibt jetzt von jemandem Privates eine erste Auflage von dem Einpflegen des Unfallatlases in den Stadtplan von Dresden, noch privat. Die Stadt wird das ja hoffentlich auch irgendwann machen. Also wenn Sie dann so diese ganzen Unfallstellen sehen, wo Radfahrer mit Fußgängern und Radfahrer mit Radfahrern und Radfahrer alleine sind, da ist die Stadt jedes Jahr ganz schön voll mit Punkten. Also das sind nur die Unfälle, die polizeilich aufgenommen wurden. Die Dinge, wo derjenige dann, nachdem er über den Haufen gefahren wurde oder ihm die Vorfahrt genommen wurde, dann gestürzt ist und sich abputzt und weiterfährt, die werden da nicht registriert. Insoweit ist das wichtig. Und nochmal zum Thema Infrastruktur. Ich höre mal, das Thema Infrastruktur wäre die Lösung für alles. Nein, das ist nicht die Lösung für alles. Also wenn ich mir das Stück Elberadweg anschaue zwischen Hafen City und zwischen
Albertbrücke. Da ist er riesig breit und da gibt es eigentlich theoretisch gesehen überhaupt kein Problem auf der Neustädter Seite. Aber trotzdem wird dort gefahren, ich sag mal, wie man sich nie wünscht, und es passieren dort auch ganz viele unschöne Situationen und Szenen. Das heißt, dieser Antrag ist ganz wichtig, weil er ein Stück weit in die Prävention geht und auch ein Stück weit an nicht nur die Regeln, sondern insbesondere auch den Paragraph 1 ein Stück weit mehr allen Radfahrern, vielleicht auch einigen Fußgängern verdeutlichen soll. Holger Zastrow hat auch noch was angesprochen mit den Motorradfahrern und mit dem Selbstschutz der Radfahrer in Frankreich. Ist man jetzt sehr pragmatisch. Sie müssen, wenn Sie mit dem LKW über 3,5 Tonnen nach Frankreich fahren, müssen Sie vorne, hinten und überall Angel Mords Aufkleber dran haben, was sozusagen den Fahrradfahrern zeigt, Leute, ihr seid ja in einer gefährlichen Situation. Und Holger hat das gesagt, der Radfahrer ist das schwächste Glied in der Kette. Und auch das muss man verdeutlichen. Das sind nicht nur tote Winkel, das sind halt die Probleme. Und auch da sollten Radfahrer nochmal gezeigt werden und auch gerade Wiedereinsteigern, wie gefährlich solche Situationen sind. Nochmal zum Thema, was die AfD gebracht hat mit den Kindern. Der Kollege hatte sich ja selber ein bisschen widersprochen. Auf der einen Seite hat er gesagt, ja, die Kinder haben ja Schulung und. Und auf der anderen Seite hat er gesagt, naja, vielleicht haben sie es dann doch vergessen. Das ist genau der springende Punkt. Was Hänschen nicht lernt, wird Hans nicht umsetzen können. Und wir müssen versuchen, anzufangen bei den Kindern und Jugendlichen für mehr Rücksichtnahme auf den Radwegen zu werben, insbesondere dort in den Bereichen, wo neuralgische Punkte sind und wo die Infrastruktur vielleicht nicht optimal ist. Das ist ein wesentlicher Punkt und deswegen müssen wir auch in den Schulen, in den Berufsschulen viel mehr tun, damit sozusagen diese Dinge auch in dem späteren Leben ein Stück fortgesetzt werden. Ja, und es ist vielleicht auch richtig, an der einen oder anderen Stelle vielleicht gemeinsam mit Polizei und auch am Objekt, auf den Radwegen, da auch zu manchen Verkehrsraudi mal beiseite zu nehmen und mal an den Paragraph 1 zu erinnern. Sowas hilft manchmal, wenn das so vor ganz vielen Leuten passiert. Ich bedanke mich, dass der Antrag doch relativ freundlich aufgenommen wurde, obwohl er zum Anfang ja auch in den sozialen Medien als ganz schlimm und belehrend und boshaft gegenüber allen Radfahrern gebracht wurde. Jetzt schaut es dann doch ein bisschen besser aus. Danke. Vielen Dank. Wir treten damit in das Abstimmungsverfahren. Ein Antrag? Ja, ich würde den Änderungsantrag, den ich vor uns mündlich schon angekündigt habe, noch kurz einführen. Es geht um den Ende des ersten Absatzes. Dort steht bisher eine Evaluation Mitte 2022, bereitet die Entscheidung über die Weiterführung vor. Daraus würden wir Mitte 2023 machen, sprich ein halbes Jahr vor Ende der 2 Jahre. Gut, dann Herr Dr. Schulte-Wissam. Nur zur Klarstellung, Sie sagten eben, Sie lassen jetzt zuerst den Dissidenten und dann den Doppeldissidenten abstimmen. Das gibt in meinen Erachtens keinen großen Sinn. Können Sie auch umgekehrt machen? Doppelt zu dissidieren ist abweichender. Gut. Also erst den Antrag von Herrn Aschenbach, dann den Fraktionsantrag, dann den Ergänzungsantrag Fraktion Die Linke und den eben nochmal klargestellten Antrag zum Evaluationsdatum. Frau Krause zur Abstimmung. Ja, ich habe jetzt doch noch mal eine Frage, weil Herr Böhm ja gesagt hat, er wollte diese Änderungsanträge von Herrn Martin Schulte-Wissermann und von Herrn Thilo Wirz übernehmen. Das geht nicht. Übernehmen funktioniert nicht, weil wir ja einen federführenden Ausschussbericht haben und den Ausschussbericht müssen wir ändern. Alles klar, vielen Dank. Dann rufe ich zunächst den Änderungsantrag von Herrn Aschenbach auf und bitte Sie um das Handzeichen, wenn Sie diesem die Zustimmung erteilen. Von Herrn Aschenbach. Gegenstimmen? Enthaltung?
Dieser ist bei 15 Ja-Stimmen, 39 Nein-Stimmen und 9 Enthaltungen abgelehnt. Ich rufe dann auf den Änderungsantrag der Dissidentenfraktion und bitte Sie um ein Handzeichen, wenn Sie dem zustimmen. Gegenstimmen? Enthaltung? Dieser hat bei 50 Ja-Stimmen ohne Gegenstimme und 13 Enthaltungen eine Mehrheit bekommen. Ich rufe auf den Ergänzungsantrag Fraktion Die Linke und bitte um Ihr Handzeichen, wenn Sie dem zustimmen. Gegenstimmen? Enthaltung? Dieser hat bei 30 Ja-Stimmen, 17 Nein-Stimmen und 17 Enthaltungen eine Mehrheit gefunden und schließlich den Änderungsantrag zum Evaluationsdatum, wenn Sie diesem zustimmen, bitte ich Sie um das Handzeichen. Gegenstimmen? Enthaltung? Mit 64 Ja-Stimmen, ohne Gegenstimme, ohne Enthaltung so bestätigt. Und ich darf zur Schlussabstimmung den so geänderten Bericht des federführenden Ausschusses aufrufen. Und bitte Sie um Ihr Handzeichen, wenn Sie dem zustimmen. Gegenstimmen? Enthaltung? Dies hat bei 46 Ja-Stimmen, 3 Nein-Stimmen und 14 Enthaltungen eine Mehrheit bekommen. Wir haben damit den Tagesordnungspunkt 9.6 abgeschlossen.